Und jetzt wird es langsam Zeit, dass wir mal hier unserem Dagran wieder helfen. Und gucken, was die auf der Spur sind. Ein Turm. Hallo, ihr beiden. Sprecherin Brinte, stimmt was nicht? Oh, sie hat Angst? Oder sowas? Was ist denn los? Ihr habt meine Aufmerksamkeit. Ich kann nicht beschreiben, wie sich dieser Ort für mich anfühlt. Er ist bedrückend. Ich kann nicht denken. Der Drang umzukehren ist stark. Ich werde dafür sorgen, dass euer... Vor langer Zeit gab es einmal Pläne, einen Tunnel durch den Berg nach Dornogal zu bauen. Bevor die Grabungen beginnen konnten, verließen alle plötzlich das Gebiet. Es gibt keine Aufzeichnung darüber, was passiert ist, nur eine Abschreckung, nämlich das Feld, das alle Irdenen von dieser Region fernhält. Ja, deswegen hat sie jetzt so eine Angst, ne? Also da haben wir ja schon von gehört, ne? Dass hier vielleicht irgendwas ist, ja, wo die Irdenen nicht hin können. Jeder Teil meiner kognitiven Matrix drängt mich zu gehen, aber wir müssen durchhalten. Das Signal des Geräts zeigt an, dass sich etwas im Innern des Turms befindet. Aber da das auf uns nicht wirkt, können wir jetzt in Ruhe gucken, ne? Untersucht den Turm. Dieser Turm ist eine der Quellen des Signals. Mal sehen, ob ich das Gerät zum Laufen krieg. Geht schon mal rein. Allein? Magst nicht mitkommen? Bist nicht neugierig? Ja, dann gucken wir doch mal. Waffen? Es sieht aber so aus, als ob Irdene hier Wache gehalten hätten, oder? Wer hat die Sachen denn sonst hierher gebracht? Vergessener Waffenständer untersucht. Das umliegende Waffenlager und andere Vorräte sind mit dicken Spinnweben und Staub bedeckt. Es gibt Lücken, wo mehrere Waffen fehlen, die vermutlich entwendet wurden. Trotz dessen scheint hier schon lange niemand mehr gewesen zu sein. Ich glaube, wir gehen mal hoch. Jetzt aber weit hoch. Oh, ein Zettel. Zettel sind immer gut. Ein versteinerndes Eisenholzpergament. Oh, daran schreit. Luna, ich glaube, ich habe das Gerät zum Laufen gebracht. Geht runter zum Turmeingang und überzeugt euch selbst. Können wir den Zettel lesen? Versteinerndes Eisenholzpergament. Nach tausenden von Jahren ist dieses Pergament versteinert. Hüterin Galan ist paranoid geworden. Sie fragt uns, was aus Hüter Dornig geworden ist. Wir haben behauptet, wir wüssten nichts davon, aber sie hat unseren Verwandten verhört und dann ihre Erinnerungsedelsteine mitgenommen. Sie wird bald auf einen von uns treffen oder noch schlimmer, sie wird unser Waffenlager finden. Wir müssen etwas unternehmen und zwar noch heute Nacht. Okay, das sagt erstmal nicht viel, außer dass sie hier tatsächlich, also dass Irdene zumindest hier waren. Na, also die hatten da wohl kein Problem mit irgendwelchen komischen Energien. Und ja, Waffenlager ist wahrscheinlich das da unten, aber wie gesagt, schon vor langer Zeit. Huch, was hat er denn da gebastelt? Ja. Ja? Muss ich da jetzt reinlaufen? Aktiviert das Gerät. Ich glaube, es reagiert auf das, was Brinte betrifft. Okay. Er lebt eine längst vergessene Erinnerung. Okay. Dornig hat sein Schicksal verdient. Beide widersetzten sich den Befehlen. Galan, ihr... Also wir haben hier, wen haben wir denn hier? Das sieht aus wie Freya. Und so ein Titanenhüter, wie wir sie kennen aus von den Dracheninseln. Und hier sind jetzt einige auf dem Boden zermatscht.
wir lesen nochmal in Ruhe. Also eine unsichtbare Entität sagt, also es ist bestimmt jemand, wo wir dann später noch kennenlernen oder wo wir dann erfahren, wer das war. Dornig hat sein Schicksal verdient, beide widersetzten sich den Befehlen. Galan, ihr, und dann sagt eine andere Entität, Missbrauch von Erinnerungsedelsteinen, Fehleinschätzung, ihr werdet umfunktioniert. Nicht mehr aufpassen, stattdessen beschütze ich meinen... Mehr haben sie nicht gesagt. So viel zu besprechen. Ich bin mir nicht sicher, was Brinte bedrückt, aber es geht ihr nicht gut. So viel ist klar. Ich habe ihr angeboten, sie zurück in die Stadt zu begleiten, aber sie hat abgelehnt. Ich werde bei ihr bleiben und dafür sorgen, dass es ihr nicht schlechter geht. Und auch versuchen, dieses Gerät etwas besser zu verstehen. Viel schlauer sind wir nicht geworden, ne? Vorwärts ins Abenteuer. Vergesst, was ihr im Turm gefunden habt. Habt ihr das gesehen? Die sahen aus wie Titanenhüter, ja. Aber was hat das alles zu bedeuten und wer waren sie? Also ich fand, das eine sah aus wie Freya. Oder halt, ja, generell so eine wie so eine Hüterin, ja. Wie von den Dracheninseln. Macht Notizen. Sagt, was ihr denkt. Dornig, Galan, ich habe diesen Namen im Proszenium gehört. Aber wer hat da gesprochen? Sie waren nicht glücklich mit Galan, all diese irdenen Körper. Umfunktioniert, wie umprogrammiert? Um was zu schützen? Lasst uns dem anderen Signal nachgehen. Sieht aus, als würde es in die Berge führen. Ich bleibe mit Brinte hier und untersuche den Turm weiter. Ihr nehmt das Gerät. Folgt dem Signal und seht die zweite Erinnerung. Finde ich aber nett, dass er sie nicht allein lassen will. So nach dem Motto, die Forschung ist mir wichtiger. Wir bekommen ein rekonstruiertes Buch. Ein eilig gebundenes Bündel von Buchnotizen und Eisenholzpergamenten. Ist da dann alles drin, was wir jetzt da so finden? Dieser Gegenstand kann gelesen werden, wahrscheinlich. Entschuldigung, ich war abgelenkt. Die Stimme scheint darauf hinzuweisen, dass vielleicht etwas anderes hier ist. Bin ich gesagt, dass es ein weiteres Signal gibt? Wir sollten ihm nachgehen. Bestätigt, doch ich würde Vorsicht walten lassen. Hier können unbekannte Gefahren eingesperrt sein. Also dort, wo das mich hinführt, oder? Ja gut, wo müssen wir da hin? Ach, gleich da hoch. Okay. Das ist eine Mine oder sowas. Ein Eingang. Ein alter Mineneingang. Mal gucken, was wir dort hören. Oh. Tresorbruch. Strukturierte Integrität. Das ist halt schon, ja, das ist wie so eine Hironaya und Bla, die haben wir ja schon öfter mal als Bosse und so gehabt. Und auch bei Tyrs Old waren die auch. Muss beschützen, muss beschützen, muss beschützen. Da liegt ein Arm und ein Hammer von so einer Hüterin. Tresorbruch, hat sie gesagt. Strukturelle Integrität versagt. Zusammenbruchprotokoll aktiviert. Muss beschützen. Und das sieht eben auch aus, als ob da noch eine Hüterin begraben liegt. Liebe Tierchen, das ist nicht euer Kampf. Schmerz, er ist weg. Kann wieder klar denken, aber wir haben noch nichts verändert. Wir haben nur Erinnerungen angeschaut. Noch ein Rätsel zu lösen? Ihr habt noch eine Erinnerung gesehen? Und sie hat euch angegriffen? Das ist beeindruckend. Ich meine, ich bin so froh, dass es euch gut geht. Während wir das Signal verfolgt haben, konnte ich weitere Notizen finden. Ich habe sie für euch zusammengestellt. Es geht um Dornig und Galan. So wissen wir wahrscheinlich zumindest, wo Galan gelandet ist.
begraben unter Tonnen von Stein. Aber was hat sie bewacht? Ach, Galan war die Behüterin, die man auch hier gesehen hat, oder? Ich dachte, es war ein Irdener oder so. Das was war so wichtig, dass sie dazu benutzt wurde, es für tausende von Jahren zu beschützen? Ach, wir haben mehr Fragen als Antworten. Das gefällt mir gar nicht. Und jetzt bekommen wir das Buch. Halte die Augen offen. Ja? Ich habe jetzt so viele Fragen, mehr als ich Antworten habe. Ja, aber zumindest wissen wir jetzt, welche Fragen wir stellen müssen. Das ist wahr. Zum Beispiel, wer war diese Stimme? Ein Hüter? Worauf wurde Galan umprogrammiert? Ich habe auch Fragen. Aber ich bin sicher, dass wir die Antworten mit der Zeit erfahren werden. Das heißt, die Geschichte ist ja nicht zu Ende, sondern die wird noch irgendwo weitergehen. Gucken wir nochmal unser Buch an hier. Wenn er etwas hinzugefügt hat. Oh, und das Ding haben wir jetzt auch. Welche Geheimnisse befinden sich darin? Hoffentlich ist es nicht so ein Teil wie das hier, das ich immer noch aufhebe, weil ich denke, vielleicht brauchen wir es mal. Aber wahrscheinlich braucht man es gar nicht, weil wir haben das mal für eine Quest gebraucht. Und wenn das jetzt auch so ein Ding ist, mal schauen. Okay, die ersten paar Seiten scheinen Notizen zu sein, in denen verschiedene Steinquader aus einem Steinbruch katalogisiert werden, die zum weiteren Bau eines Geländes 0 verwendet werden sollen. Immer Gelände 0, ne? Ihr erkennt Skizzen einiger der größeren Steine als jene, die als Schlusssteine in den Bögen von Dornogal verwendet werden. Dann ändert sich der Inhalt des Buches plötzlich. Schlusssteine, diese so zwei aneinandergelegte? Oder ist das einfach hier, wir haben kein in diesem Zeichensatz nicht die Möglichkeit, das darzustellen? Ich fühle mich gezwungen zu schreiben. Ich mache mir eine Notiz, um dies später zu entsorgen. Da ist etwas in mir, es ruft mich. Vielleicht sind es die Titanen? Die Stimme ist traurig. Fühle ich vielleicht Wut oder Traurigkeit? Aber nur die Hüter, die Wächter und die Titanen fühlen sowas. Nein, das ist etwas anderes. Ich werde mich damit auseinandersetzen. Ihr blättert weiter durch die Notizen und Skizzierungen von Steinen, bis ihr erneut auf eine beschriebene Seite stoßt. Ich weiß jetzt, was ich fühle. Es ist Unbehagen. Die Emotion ist auf die Hüter gerichtet, Dornig und Galan. Ich bin mir sicher, dass sie ihre Gründe dafür haben, viele von uns nach eigenem Ermessen zu deaktivieren, aber meine Programmierung oder etwas anderes sagt mir, dass das falsch ist. Ich sollte mit meiner Sektorgruppe sprechen, jemanden, der ein Geheimnis bewahren kann. Ihr erkennt weitere Skizzen von Steinen, aber auch eine nahezu perfekte Darstellung eines Topaz-Augenschmetterlings in Schwarz und Weiß. Dann geht der Text weiter. Ich wusste gar nicht, dass so viele meine Gefühle bezüglich Dornig und Galan teilen. Als unser Hüter sie zu uns brachte, jubelten wir und schlugen vor, die Festung, die wir bauten, nach ihnen zu benennen. Aber jetzt sind sich viele von uns einig. Unser gesegneter Hüter kehrt vielleicht nicht so bald zurück und wir müssen etwas gegen Dornig unternehmen. Wir können nicht noch mehr von uns an seinen Zorn verlieren. Galan wird verschont werden. Sie ist kalt und teilnahmslos, aber sie hat keinen wirklichen Schaden angerichtet. Dieser Seite ist eine Liste mit eingelagerten Waffenrüstungen und Namen von Irdenen. Es war eine beeindruckende Armee und das Arsenal, das ihr gefunden habt, scheint nicht alles zu umfassen. Wir sind bereit, wenn der zweite Schichtzyklus beginnt. Dann marschieren wir auf die Villa des Hüters außerhalb des Geländes 0. Dornig wird hoffentlich dort ruhen. Wir haben viele Verluste erlitten, aber Hüter Dornig wurde deaktiviert. Bis zum Beginn der Primärschicht hatten wir uns alle wieder unseren Aufgaben zugewandt. Hüterin Galan hat Dornigs Abwesenheit noch nicht bemerkt. Ein paar halbherzige Skizzen von Steinen finden sich auf der Seite. Die Hand des Zeichners ist ungewohnt unstet. Hüterin Galan hat uns gefragt, was aus Hüter Dornig geworden ist.
Wir gaben vor, von nichts zu wissen, aber sie hat verschiedene Irdene verhört und sie dann deaktiviert. Sie wird bald einen von uns ausfindig machen. Wir müssen etwas unternehmen. Heute Nacht. Die restlichen Seiten sind leer. Also das ist quasi das, was wir hier gesehen hatten, ne? Hier. Dornig hat sein Schicksal verdient. Beide widersetzten sich den Befehlen. Galan, ihr Missbrauch von Erinnerungssteinen, Fehleinschätzung, ihr werdet umfunktioniert. Nicht mehr aufpassen, sondern beschützen. Aber da wissen wir trotzdem noch nicht allzu viel. Aber ich denke mal, dass hier an der Oberfläche die Forschung von den beiden erstmal beendet ist. Denn sie haben jetzt nicht gesagt, doch, kommt doch nochmal da, wir suchen da noch nach irgendwas. Wir haben jetzt noch ein Ausrufezeichen und das ist hier in diesem Häuschen. Und das schauen wir uns jetzt auch noch an, bevor es dann hier in die Tiefe geht. Und, oh ja, wir haben auch noch eine Instanz.